Dieses Video habe ich schon mal veröffentlicht. Dann hat Genf angerufen und mir die dummen Hammer-Wortspiele verboten. JazzSticks präsentiert die koffeinhaltigste Sendung des Internets. Sticks Critics. Heute bei Sticks Critics. Hammer Classic Energy. Die Leute, die diesen Drink herstellen, machen auch den Action Drink. TSI heißen sie und kommen aus Zeven. Das ist irgendwo im namenlosen Nichts von Niedersachsen. Das Design sieht so aus, als hätte man einen Hipster-Zwerg aus dem Baumarkt entführt und ihn auf Minecraft losgelassen. Alles äußerst eckig. Bestimmte Schrägen sind drin, deswegen vielleicht doch nicht ganz Minecraft. Aber irgendwie sehr schlicht. Und hier, das kleine Männchen ist, also ich meine, ganz ehrlich. Lass uns nicht streiten und sagen, es ist eigenwillig. Der Name, Hammer. Also, ich muss schon davon ausgehen, dass das für Baumärkte gemacht wird. Oder? In denen kann man es dann hoffentlich auch für diese 49 Cent plus Pfand kaufen. Aber woher ich es habe, weiß ich kein bisschen mehr. Falls ihr es mal irgendwo gesehen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Auf die Schnelle ein paar Inhaltsstoffe. 32 Milligramm Koffein pro 100 Milliliter, 380 Milligramm Taurin pro 100 Milliliter. Wir haben außerdem zum Zucker noch Süßungsmittel, Sucralose. Glucuronolacton ist drin, dafür auch Inosit auch. Meine Erwartungen halten sich sehr in Grenzen. Ich denke, das Ganze wird so im unteren Mittelfeld bis oberen Schrottramschfeld liegen. Es riecht sehr, sehr, sehr typisch nach Energy Drink, also so nach Taurinsaft-Punche. Am ehesten vergleichbar im ersten Moment so mit T400, also der herben Ausrichtung eines Energy Drinks. Passt ja auch zum Männerbild, das hier vertreten wird. War ja zu erwarten, das Getränk hat die normale E150 Zuckercouleur Farbe von Energy Drink. Ich trinke diesen Hammer Classic Energy auf Zangen, die natürlichen Kontrahenten des Hammers. Prost! Hui, das ist überraschend. Der ist gar nicht ganz so herbe, wie ich dachte. Und hat auch nicht den hundertprozentigen Kloncharakter von Red Bull, den man sonst so hat. Schmeckt nämlich gar nicht nach Himbeere, sondern da ist so ein anderer fruchtiger Geschmack drin. Der ist gar nicht so leicht zuzuordnen. Mir fällt da nichts Deutliches auf. Es ist so ein Hauch-Hintergrundaroma, nichts Präsentes von irgendeiner Zitrusfrucht oder irgendeiner Südfrucht, zumindest Zitrus nicht. Ist nicht greifbar. Aber schmeckt nicht schlecht. Also, sehr, sehr rund, sehr ausgewogen, sehr leicht zu trinken, sehr angenehm zu trinken und trotzdem Classic Energy. Der, ja. Läuft. Würde ich den wieder kaufen? Ja. Ja, ich bin gerade überrascht. Also, beeindruckend interessant ist er jetzt auch nicht, aber 50 Cent für 250 Milliliter bekömmlich angenehmen Energy Drink, da spricht nicht viel gegen. Wer soll das ausprobieren? Du musst klassischen Energy Drink mögen und dann hat er eine ganz eigene nette Note, ohne ausbrechend kreativ anders zu sein. Probier doch mal. Tschüss und trink nicht zu viel von dem Gift. Ich sag mal danke fürs Liken, Teilen, Abonnieren, Glocke drücken. Anschauen, bis hierher durchhalten und kommentieren, wie ihr das Design des Drinks oder auch den Geschmack von dem Drink findet. Hier ist und bleibt alles subjektiv und tschüssi. Wenn wir hier schon bei körperlicher Arbeit sind,
Dann muss ich jetzt mal loswerden, dass ich durch diese ganze Lockdown-Geschichte, die hier noch ist, auch wenn ihr das erst seht, wenn die hoffentlich längst vorbei ist, hoffentlich, sagt bitte ja, nickt jetzt. Da in diesem ganzen Kram vermisse ich echt richtig doll Gartenarbeit. Irgendwie Bäume abnehmen, Hecken runternehmen, was weiß ich, Steine verlegen, so ein Zeug. Boah, ist eigentlich gar nicht so interessant. Wollte ich trotzdem mal gesagt haben.